Willkommen im TMS-Labor des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig. Wir benutzen TMS, also transkranielle Magnetstimulation, um den Zusammenhang zwischen kognitiven Fähigkeiten wie Sprache und dem menschlichen Gehirn zu untersuchen. Bei TMS wird eine Spule auf deinen Kopf gelegt, die kurzzeitig ein Magnetfeld produziert. So wird eine kleine Region deines Gehirns stimuliert. Dies ist nicht gefährlich und verursacht auch keine Schmerzen. Wir benutzen ein 3D-Kamerasystem, um die Spule präzise über der Hirnregion zu positionieren, die wir untersuchen wollen. Wenn TMS zum Beispiel die Region deines Gehirns stimuliert, die Bewegungen des Zeigefingers kontrolliert, so kann dieser anfangen, ein wenig zu zucken. Bei höheren kognitiven Funktionen, wie zum Beispiel der Sprache, kann TMS dazu führen, dass du eine Aufgabe kurzzeitig etwas schlechter ausführst. Das zeigt uns, dass die stimulierte Region für die Aufgabe wichtig ist. Du wirst von der Verschlechterung vermutlich nichts merken, da die Effekte sehr gering ausfallen und nur von kurzer Dauer sind. Wir kombinieren TMS auch mit anderen neurowissenschaftlichen Methoden wie der Elektroenzephalographie EEG oder funktioneller Magnetresonanztomographie FMRT. Das erlaubt uns, direkt zu beobachten, wie TMS die Gehirnaktivität und Konnektivität verändert. TMS-Experimente werden mit 10 Euro pro Stunde vom Max-Planck-Institut Leipzig vergütet. Wenn du Lust hast, auch mal an einem Experiment von uns teilzunehmen, dann melde dich an unter cbs.mpg.de oder klicke auf diesen Link. Wir freuen uns schon sehr auf deinen Besuch.